Ja, Wolf, du hast gerade von dem Haus, von den neuen Hausbooten gesprochen, die sich die Menschen schaffen. Am Beginn oder am Anfang ihres spirituellen Weges, indem sie eine neue Methode finden, aber da hängen bleiben. Was bietest du an, dass die Menschen weiter vorankommen? Wie kannst du sie von diesen neuen Fesseln in Anführungsstrichen befreien? Ich bin ja nicht der Erste, der da Tipps gibt und Empfehlungen und der sich mit diesem Thema beschäftigt. Viele andere haben schon sich mit dem spirituellen Ego beschäftigt, mit der spirituellen Arroganz. Ich habe jetzt das so und so viele Chakra überwunden und habe einen Schwarzgürtel und habe alle diese Dinge und baue mir dann hieraus ein neues Gefängnis, ein neues Ego, eine neue Begrenzung. Es gibt viele, viele gute Empfehlungen und Auswege. Ich habe in den letzten Jahren mich auf eine Methode ausgerichtet, die ich für besonders hilfreich halte, und das ist der Humor. Das heißt, dieses Ich, was ja für die Anti-Ego-Leute ein Gefängnis ist, für die, die gerne sagen, oh, ich bin noch im Ego, ich bin noch so im Haben und ich möchte so gerne ins Sein rein. Wie kommen die da raus? Und ich sage, sehe dich selber als eine komische Figur und nicht so sehr als eine tragische. Ich als tragische Figur, ich sterbe und die Umwelt ist so schlimm und wie meine Nachbarn und meine Gefährten mit mir umgehen und ach ja, und die Politik, dann bin ich das Opfer. Und wir sind alle tragische Gestalten, wir leiden, wir Menschen. Und wir können aber diese Selbstdarstellung als eine tragische Figur auch ändern. Wir können nur Protagonisten der eigenen Heldenreise im Leben zum co-kreativen Drehbuchschreiber werden und sagen, oh, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu selbstbemitleidend, als tragische Figur. Ich kann auch ein bisschen mehr eine komische Figur draus machen. Ich lache gerne und ich finde es auch toll, wenn andere über mich lachen. Das heißt, ich nehme mich selbst auf die Schippe. Ich nehme mich selbst, diese Ich-Struktur, dieses Selbst, diese Persönlichkeit, diese Charakter. Ich nehme die nicht so ganz ernst, sondern gehe hier durch die Straßen, gehe in meine Familie, stehe auf der Bühne als auch eine komische Figur und die anderen dürfen drüber lachen. Und ich überspitze manche Sachen und ich schaue mich selber ein bisschen schräg an und meine eigenen Macken, meine Schwächen, meine schlechten Gewohnheiten sind auch ganz schön komisch. Und wenn ich so immer mehr mich selber zu einer komischen Figur stilisiere, dann fällt es leichter, dann fällt die Transformation leichter. Dann ist diese Figur gestaltbar. Ja. Wenn ich mir selber leid tue, dann sind ja die anderen schuld, dann kann ich leider nichts dran machen. Aber wenn ich mich komisch finde, dann kann ich diese Gestalt, diese Ich-Identität formen. Und deswegen finde ich den Humor gut und ich unterrichte ihn auch. Zunächst mal die Unterscheidung: Spott ist, sind die nicht komisch, und Humor ist, ich bin komisch. Ja? Und dann fühlt sich niemand verletzt, weil ich mich selbst auf die Schippe nehme. Das ist wie Münchhausen mit sich selbst auf den Schopf aus dem Sumpf ziehen und ich ziehe mich aus dem Sumpf dieser Ego-Begrenzung, dieser schrecklichen. Durch den Humor. Humor ist meine Lösung und ich unterrichte ihn auch. Ich halte Humor für lernbar. Manche denken, Weisheit, ja, das kommt, das ist ein Gottesgeschenk, ist eine Gnade. Kann man Weisheit lernen? Kann man Humor lernen? Oder bei mir fehlt das Humorgehen und die anderen haben es vielleicht, aber ich bin so ernst. Ich behaupte, Humor ist lernbar. So wie Weisheit. Und es führt keinen Weg um die Selbsterkenntnis rum. Man kann nicht einfach in einem Wochenendkurs sagen, ich habe jetzt hier die sieben tollen Methoden, wie ich humorvoll werde, sondern man muss schon sich selbst erkennen, mich sich selbst beobachten, achtsam sein. Und wenn diese Achtsamkeit da ist, verbunden mit einer gewissen Sympathie für sich selbst, eine Selbstliebe, dann kann man humorvoll auftreten und man kann es lernen. Und wenn ich jetzt einen Kurs bei dir buche, sind das dann kleine Gruppen und wir machen Rollenspiele oder was bekomme ich denn für mein Geld? Also ja, ich biete das auch in Kursen an.
Manchmal nur, also verdichtet in 2 Stunden, auf Festivals mache ich das oft. Aber ein bisschen tiefer geht es in einem Wochenendseminar. Und erstmal gibt es ein bisschen Theorie, dieses Verstehen, auch dieses non-duale Verstehen. Nicht sagen, das ist witzig und das ist tragisch, sondern die Komik liegt im Auge des Betrachters. Das heißt, man muss erstmal verstehen, ja, ich kann dieses Weltverständnis ändern und mich zu einer witzigen Figur machen. Ja, und dann gibt es auch Übungen, zum Beispiel übertreiben. Also wenn man in Konflikten verstrickt ist, dann ist es immer so, dass man von sich selbst, die Konfliktparteien können von sich selbst nicht absehen. Dann kann ich eine Musterverschiebung machen, ich kann diesen Konflikt woanders hinsetzen, spielen, so wie in Familienstellen, aufstellen und dann noch einen Tick von Überspitzung. Du tust immer und ja und dann werde ich ganz dramatisch. Und wenn ich ein bisschen stärker dramatisch bin, ab einem bestimmten Punkt kippt es ins Komische. Und eine bestimmte Übung, die ich besonders gerne dort machen lasse, ist der überschnappende Missionar. Weil die Menschen sind leidenschaftlich engagiert für bestimmte Themen. So, wir sind gegen rechts oder vegan und diese Hühner-KZ, das muss aufhören. Und ich habe dich Fleisch essen sehen und Eier auch noch. Nein, und der Straßenverkehr, warum fährst du nicht mit dem Radl? Und in dieser Art, in diesem Übereifer, schaffen wir uns dann eben Gegner. Und wenn wir jetzt als Missionare einer guten Sache uns erlauben, ein bisschen überzuschnappen, dann wird es komisch. Es wird überspitzt, es wird komisch, wir machen uns selber lächerlich und dann können wir diese Emphase dosieren. Man sagt ja in der Pharmazie, zwischen Gift und Heilmittel, die Dosis ist entscheidend. Und das ist auch im Auftritt für die eigene Mission. Dazu ist diese Übung gut.